Schön, dass Sie bei uns sind. Hier riecht es schon so lecker, denn wir kochen heute für Sie. Denn wir haben uns gedacht, so ein bisschen diesen grauen Alltag aus den vier Wänden schubsen, um mal ein bisschen abwechslungsreich, vielseitig Essen zu bereiten. Weil man muss es nicht wirklich kochen nennen. Weil hier legt man zum Beispiel auf in unseren XL-Tischgrill einfach Würstchen, Gemüse drauf und dann kocht das ja praktisch von alleine. Wir haben auch noch unsere XXL-Heißluftfritteuse, für die ist auch so vielseitig und man kann Platz sparen, Energie sparen. Und hier das zum Beispiel, Rebecca, das ist doch auch fein, wenn man alle mal zusammensitzt, gesellig, einfach mit auf die Terrasse nehmen, einstecken und dann kann man zusammen so ein bisschen gesellig kochen. Da muss der Koch nicht alleine in der Küche stehen. Das ganz ist doch schon mal genau. Toll. Das ist ja hier wirklich ja, das Grillvergnügen. Wir haben die Grillsaison eingeläutet bei Pearl TV und ich habe hier auch schon eben so ein bisschen vorgegrillt und kann jetzt schon dir einen ganz leckeren Gemüseteller machen. Sie werden es vielleicht hier gleich sehen auf unserem wunderbaren Tischgrill. Wir haben hier auf der Seite den Platz für die Würstchen, für die Steaks, für alles, was Sie an Fleisch gerne möchten oder eben natürlich auch an Fisch. Und wir bekommen hier die richtige Maserung auf der Wurst wie auf der Kirmes. Also es wird richtig toll und knusprig. Und vor allen Dingen wird der Grill sehr schnell heiß. Also da macht das Grillen richtig Spaß. Vor allen Dingen muss man nicht lange warten, bis die Kohle so weiß bedeckt ist. Sie kennen und das Fächern. Bestimmt. Ja, natürlich. Manchmal geht nicht. Oh, all das hat und man manchmal nicht, ist es eben auch nicht erlaubt, denn nicht jeder hat ja Haus und Garten, sondern hat vielleicht eben auch nur seinen Balkon zur Verfügung. Und da wissen Sie es, da ist man mit Feuer und Kohle vielleicht nicht so richtig beraten. Da gibt es ganz schnell Ärger von den Nachbarn. Mit diesem wunderbaren großen Tischgrill können Sie sich ganz spontan gemütlich machen mit der Familie, mit Freunden oder eben einfach auch mit dem Partner oder alleine sich mal ein leckeres Abendessen zubereiten. Egal, ob Sie hier ein Fleischfreak sind oder eben es gern vegetarisch möchten. Hier sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Wir haben hier 5 Heizstufen an diesem Tischgrill. Wie gesagt, er heizt sich sehr schnell auf und dann kann man eben auch ganz schnell die Hitze noch mal reduzieren. Ich zeige Ihnen das gleich, denn wir haben eben auch diesen fantastischen Deckel dabei. Dazu werde ich Ihnen gleich was erklären. Ich werde nur jetzt schon mal hier für die Dani etwas servieren. Und zwar sind die Champignons nämlich hier schon fertig. Moment, das muss ich die hier mal schnappen. Habe hier leckere Paprika gemacht. Ein kleines bisschen Zucchini, wir legen gleich noch mal hinterher. Ja. Und diese wunderbaren gefüllten Champignons, die sind eben auch ganz schnell fertig geworden. Der hier kann noch ein bisschen. Oh, das sieht so lecker aus. Das nicht lecker aus? Und das duftet, meine lieben Damen und Herren. Weißt du, was nachlegen? Ich die ganze Zeit auch beobachte? Dadurch, dass es so beschichtet ist, muss man auch nicht wie blöde schrubben am Ende. Ne? Man kann dieses Teil ja einfach dann in die Spülmaschine rein. Das lässt sich ganz schnell reinigen. Oh, vor allen Dingen kann man ja da auch so auf dieser Platte ein bisschen mit Öl arbeiten, wenn man möchte. Dann macht man da vorher noch mal ein bisschen Olivenöl drauf. Man kann aber auch komplett ohne Öl arbeiten. Zum Beispiel, wenn man so ganze Knoblauchzehen dementsprechend auch grillen möchte. So, ich mache uns jetzt hier noch mal so ein bisschen Paprika drauf, denn gerade mit dem gegrillten Gemüse gibt es ja wirklich unzählige Möglichkeiten. Na, das duftet so gut. Oh, liebe lecker. Zuschauer, wenn Sie das riechen können, ich stelle dir den noch mal kurz weg. Duftfernsehen. Dann kriegst das du nachher noch eine leckere Richtige. Bratwurst. Ich habe mir meinen Teller Nein, das macht Spaß. Nein. Liebe Zuschauer, das macht einfach Spaß. Das Grillen gemeinsam wird hier so ein bisschen zum, ich sag mal, Raclette 2.0. Ja. Wir kennen das alle, Silvester. Sitzt man gern beisammen beim Fondue oder beim Raclette, haben wir auch ganz tolle Geräte von Rosenstein und Söhne. Und das hier aber macht das Grillen tatsächlich zum gemeinsamen Kochen. Denn diesen Tischgrill können Sie eben, wie heißt es so schön, auf den Tisch stellen. Das heißt, jeder könnte dementsprechend auch für sich seine Grillgut dementsprechend selbst auf den Grill legen und sich das grillen, was man gerne möchte. Und es lohnt sich eben auch, wenn man zu zweit ist. Denn zu zweit macht man dann den großen Grill natürlich nicht so gerne an. Mhm. Man denkt, das lohnt sich nicht, selbst wenn Sie eben Haus und Garten haben und Platz hätten für den großen Gasgrill oder eben für das klassische Kohlefeuer. Hier ist man dann doch so ein bisschen spontaner und sagt, na Schatz, gehst du noch mal zum Supermarkt oder zum Metzger an der Ecke? Viele tolle Fleischereien haben ja heutzutage auch diese Automaten, dass man sogar nach Feierabend und am Wochenende sich noch mal was ziehen kann. Ja, stimmt. Und dementsprechend spontan so sich noch ein Steak, vom Bauern direkt, ein Steak draufschmeißt. Ja. Aber eben auch für die Vegetarier und die Gemüsefans sind hier so viele Möglichkeiten. Ich gebe Ihnen auch gleich mal einen schönen Tipp, weil als ich die Paprika
Stückchen hier gesehen habt, Sie können noch ein bisschen Paprika eine Paprika drauf. Teilen, vierteln und dann so Spalten machen und in die Paprika dann zum Beispiel ein Stück Käse reinlegen. Ob das nun Gouda ist oder Camembert oder ein Stück Brie, das wird ganz, ganz schnell sehr lecker und insbesondere mit diesem Gerät. Weil, wenn die Garnitur fertig ist, zeige ich Ihnen warum. Wir haben hier diesen fantastischen Deckel. Der ist natürlich nicht nur da, so, um auf schön auszusehen, sondern den können wir ganz einfach eben auch schließen und haben dann eben diesen anderen Gar-Effekt. Da ziehen wir den ein bisschen nach vorne und schon nutzen wir dann hier, habe ich ihn richtig, ne, noch ein bisschen nach vorne. So. Und dann hast du auch mehr Hitzegenerierung sozusagen. Ganz und genau. Spritzschutz in einem. Das es ist ja ein praktisch. Spritzschutz in einem, aber wir haben eben auch gerade bei Gemüsen, die dann eben zum Beispiel auch mit Käse gefüllt sind, so ein bisschen überbacken werden sollen, den Effekt, dass da natürlich sich die Hitze noch besser entwickelt wie in einem Ofen und das dann dementsprechend schön zieht. Und wenn Sie Steakliebhaber sind, kennen Sie das natürlich auch, dass man natürlich die Steaks scharf angrillt und dann den Deckel eben nochmal zumacht und das Ganze so ein bisschen nachziehen lässt und da eben nochmal dieser Effekt genutzt wird. Oh, das riecht so lecker, meine lieben Zuschauer. Guck mal, hier auch die Würstchen, die knallen hier schon so ein bisschen. Ich wünschte mir, wir hätten wirklich Geruchsfernsehen. Weißt du, 4K, HD, alles da, aber hier diesen Duft, ja. Aber vielleicht, Sie kennen das, Sie haben den großen Grill zu Hause, aber ja, für zwei Personen, bis man den angeschmissen hat. Manchmal kriege ich die Kohlen auch nicht wirklich zum Glühen. So ist es halt manchmal auch. Manchmal spielt das Wetter nicht mit. Hiermit kann man einfach spontan entscheiden, ich habe Lust auf Grillen, komm, wir haben ein paar Würstchen, wir machen ein bisschen Gemüse drauf. Ist auch eine leichte Kost, man muss nicht viel Fett verwenden. Ja. Und es ist schnell. Ich habe gesehen, du hast das Gerät angeschmissen und innerhalb von 3 Minuten war das komplett auf Temperatur. Ganz genau. Also ich habe kurz bevor du ankamst mit den Würstchen angefangen, weil ich natürlich wollte, dass die schon mal so eine schöne Farbe haben. Und jetzt machen wir hier nämlich nochmal den Deckel auf. So. Ah, hier, Entschuldigung, ich muss da runtergreifen. Und dann ist eben hier hinten so ein Effekt, dass man das da nochmal so bewegt. Und dann bleibt das drin. So als Schutz auch, ne? So, ganz genau. Das Tolle ist aber auch, liebe Zuschauer, Sie können diesen Deckel ganz einfach komplett abnehmen. Ja? Das heißt, dieser ganze Deckel kann in die Spülmaschine wandern oder eben zum Schrubben. So kann man rausnehmen. Ganz genau, da ist es. So und so kann nämlich auch jeder drumherum sitzen und jeder kann von allen Seiten an den Grill, wenn Sie den Deckel nicht unbedingt brauchen, aber eben zur Reinigung. Unglaublich praktisch, Sie nehmen ihn einfach ab und können ihn richtig sauber machen und müssen da nicht drumherum wischen. Also ausschließlich Vorteile bisher, was du erklärt hast. Guck mal hier, wie toll die Würstchen geworden sind. Da muss man jetzt aber noch mal gucken. Ich bin ein bisschen stolz. Schau mal hier, der Kirmes-Maxe kriegt Konkurrenz. Ich weiß genau, wie du meinst, ne? Nee, das macht dir richtig Spaß. Und dementsprechend eben ein Zweitgerät, ganz klar. Ne? Also Sie brauchen nicht auf den großen Grill verzichten, nur weil Sie den jetzt hier haben. Und Sie brauchen sich nicht nur dieses Gerät holen, können aber genauso gut mit diesem Gerät eben so viele Bedürfnisse erfüllen. Ja. Dementsprechend auch nicht nur was für den Sommer, sondern eben auch in der kalten Jahreszeit schön in der Wohnung. Denn Sie sehen, wir sind ja hier im Studio. Ja. Es gibt keinen Rauch, es gibt keinen Qualm, was hier so ein bisschen brutzelt. Das riecht eben gut, aber es ist nicht so, als würden wir jetzt hier in der verqualmten Bude sitzen. Es ist alles gut und es funktioniert eben ganz fantastisch und ich glaube, es wird ganz, ganz lecker schmecken. Oh, es riecht fantastisch, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Aber ausschließlich Vorteile, ganz ehrlich. TV-Sonderpreis ist auch noch ein Riesenvorteil für Sie, weil als Pearl-TV-Zuschauer ausschließlich bekommen Sie einen TV-Sonderpreis. Der ist immer günstiger als der Pearl.de-Preis. 73,14 €, also schlagen Sie dazu. Ist in wenigen Tagen lieferbar, weil es eben so begehrt ist, das Gerät. Da machen viele Zuschauer gerne mal so ein bisschen frischen, so Schwung in die Bude bringen sozusagen. Ein bisschen abwechslungsreich, vielseitig, mal was anderes. Die Köchin oder der Koch muss hier in der Küche stehen. Man kann sich zusammen gesellig an den Tisch setzen und man brutzelt einfach schön umher. Es macht Spaß und es ist auch eben eine leichte Kost, wenn man mag. Man muss ja nicht viel Fett zufügen und sehr abwechslungsreich. Die Bestellnummer dazu ist die NC5918 und die 569. Oh, das riecht so lecker. Ja. Hier stehen schon die ganzen Kollegen Schlange. Nach der Sendung holen sie sich alle ihr Würstchen ab. Ich weiß genau, wie das abläuft. So, und du hast uns noch ein weiteres Gerät mitgebracht. Genau, meine Liebe, ich möchte dich nur bitten, da ein bisschen runterzudrehen. Natürlich. Damit hier wir unser Grillgut auch unbeobachtet stehen lassen können und die Kollegen auch was davon haben später. Und wir wandern rüber zur Heißluftfritteuse. Und wir wandern rüber zum nächsten tollen Gerät. Und dieses Gerät ist so toll,
Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich habe ein ähnliches Gerät tatsächlich vor 2 Jahren meiner Tochter geschenkt, weil sie beruflich eben viel unterwegs ist und dann in so kleinen Apartments zum Beispiel sein muss. Sie ist ja Akrobatin oder eben auch schon mal in einem Wohnwagen und sie aber so eine begeisterte Köchin ist. Oh. Ich dachte, nein, also ich hole ihr das Gerät, damit sie dementsprechend auch, wenn sie auf Reisen ist, in Varietés arbeitet, trotzdem sich ihr Abendessen schlemmen oder auch für den Partner zubereiten kann. Ja. Und das ist eben das Tolle an diesem Gerät. Ja, das ist eine Heißluftfritteuse, aber eben gleichzeitig auch ein Ofen, auch eine Rotisserie. Das heißt, Sie können hier tatsächlich Brathähnchen zubereiten. Ja, das Ding dreht sich da mit drin. Ja? Wahnsinn. Also ganz, ganz eindrucksvoll, richtig wunderbar. Sie können in diesem Gerät dementsprechend auch dörren. Ja? Sie können Ihr eigenes Obst trocknen, Dörrobst herstellen. Sie können sowas wie dieses Dörrfleisch, was es so als Snack gibt, unglaublich teuer, finde ich total lecker. Oh ja, so ein Proteinsnack. Jerky Beef und so, ne? Ja, kann man selbst zu Hause zubereiten. Da holen Sie sich diese Minutensteaks vom Rind, ganz dünne Scheiben. Und können dann dementsprechend das hier selbst machen. Also wirklich ein Gerät, das fantastisch funktioniert. Meine Tochter hat da eben auch schon Brathähnchen drin gemacht. Oh. Komplett für 4 Personen. Man meint so gar nicht, wie viel Platz da ist. Ja, ein richtiges Rotisseriehühnchen, wie Sie es kennen vom Imbiss, der vom Supermarkt steht einmal die Woche. Das können Sie jetzt eben zu Hause machen. Meine Tochter, die hat so ein Kochbuch angelehnt an diese beliebte Serie mit den Drachen und mit den Kämpfern. Okay. Und da gibt es so sehr deftige Gerichte. Und da hat sie eben so ein Hähnchen gemacht, das war dann noch mit so Feigen gespickt und Geschichten. Also wir waren sprachlos. In so einem Gerät. In dem Ding. Ja, weil man kann ja ein richtiges Rotisseriehühnchen machen. Einfach auf den Spieß stecken und dann dreht sich, da ist so ein Mechanismus, das wird von allen Seiten perfekt gegart. Also außen richtig knusprig, innen ganz, ganz saftig und das ganze Fett tropft ja runter. Also ist auch eigentlich viel besser als so eine Fritteuse, wo man es dann reinwerfen würde. Das wird meistens viel zu trocken und dann ist es auch noch extrem fettig. Und dadurch, dieses Drehkorb, kann man auch Pommes fantastisch ganz machen. Genau. Ich wollte gerade sagen, in den Drehkorb können natürlich auch Pommes frites, denn wir haben eben eine Heißluftfritteuse. Das heißt, alles, was ansonsten in eine Fritteuse kommt, ob das ein paniertes Schnitzel ist, wenn man es wie so will haben will, wie vom Imbiss, ob das eben Kroketten sind oder wie in Holland so beliebt, diese Bitterballen und solche Geschichten, finde ich auch persönlich total lecker, isst man meistens ja doch weniger, weil es eben in viel Fett gebraten wird. Hier können wir das ganz, ganz knusprig und relativ fettarm zubereiten. Und ja, das sieht auch, auch toll aus. Und wir haben also kaum auch Rauch- oder Geruchsentwicklung mit diesem Gerät. Deswegen kann dies eben auch in der Studentenbude stehen. Oder zum Beispiel, ich bin ja ein alter Camper, ich muss es immer wieder sagen, im Wohnwagen oder Wohnmobil auch, damit man eben nicht die vorhandenen Kochflächen nutzt oder verschmutzt. Gerade wenn man etwas mietet, passt man ja dann doch sehr auf. Und dann kann man dieses Gerät eben überall mit hinnehmen und dementsprechend sich ganz, ganz tolle Gerichte zaubern. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen was vorführen. Wir haben unglaublich viele Zusätze zu diesem Gerät. Also wahnsinnig viele Extras, damit eben all diese Gerichte zubereitet werden können. Auch ganz verschiedene Platten zum Beispiel, die hier eingelegt werden können, ob für Kuchen oder Plätzchen oder eben hier für leckere Croissants, die wir uns jetzt machen. Dafür machen wir mal hier auf und legen das mal hier rein. Du könntest jetzt theoretisch auch 2 übereinander machen, ne? Weil wir haben ja ein richtig großes Volumen. Genau, auch, weil wir haben hier eben auch so viele Teile dabei, dass dementsprechend da richtig viel reinpasst. So, ich mache das jetzt hier mal so manuell. Und zwar einmal ein. Diese Croissants brauchen nur 3 Minuten, deswegen gehe ich mal hier runter. Du stellst es jetzt manuell ein. Ich stelle es jetzt hier manuell ein, ganz genau. Dann gehe ich hier auf Temperatur. Die brauchen nur 170 Grad. So, und dann machen einmal wir hier loslegen. Ein. Und schon brummt es leicht. Ja, und dann sollten wir hier gleich ganz leckere, knusprige Croissants bekommen. Wir haben hier natürlich eben auch voreingestellte Programme für Pizza, für Chicken Wings, für selbstgemachte Kartoffelchips, liebe Zuschauer. Auch etwas, was unglaublich in Mode gekommen ist, sich die Kartoffelchips selber zu machen. Und was man hier eben auch machen kann, ist so ein bisschen wie auf der Kirmes, diese gedrehten Kartoffeln. Oh, lecker. Ja, also wenn man sich diese Scheiben so eindreht, kann man das mit dem Zubehör eben auch hier so zwischenpacken oder zum Beispiel eben auch hier in diese rotierende kleine Tonne packen. Kann man das Licht anmachen? Und dann wird das eben wirklich knusprig und vor allen Dingen ohne den Zusatz von Öl. Ja, und außerdem ist es ruckzuck auf Temperatur. Und Sie kennen es, wenn Sie mal einen Ofen anwerfen wollen, wenn Sie alleine sind, denken Sie mal, bis ich vorgeheizt habe, wie viel Energie man da einfach so verbrät praktisch. Vorheizen dauert ja wirklich lange. Manchmal heizt man länger vor, als es tatsächlich backen muss. Bei 3 Minuten Croissants würde es sich hier gar nicht lohnen. Da lohnt sich das, weil hier sparen Sie auch Energie im Vergleich zu dem riesen Ofen, den Sie nicht anschmeißen müssen. Und Sie sparen auch noch Platz. Ne? Und dann haben Sie so eine Vielseitigkeit, auch gerade jetzt
also mir fällt es manchmal schwer, auf Rezepte zu kommen. Hier sind ja diese vorinstallierten Programme. Da müssen Sie nichts manuell einstellen. Da tippen Sie einfach nur auf vielleicht Pommes, auf Hühnchen, auf Fleisch, auf Fisch, egal genau, was. Sogar Steak steht hier drin, Fisch alles steht drin, eben Backen, Rotisserie, Shrimps. Was haben wir hier noch? Ein Auftauprogramm ist natürlich auch drauf, wenn man etwas machen kann. Speziell für Würstchen und eben auch für Nüsse. Sie können sich eben auch Ihre Nüsse da drin rösten. Ja? Zum Beispiel als Topping für einen Salat oder für eine Süßspeise. Ne? Also wirklich, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Man kann wirklich richtig viel machen und das natürlich auf kleinem Platz. Alle Details, alle Zusätze, alle Tools können da drin verstaut werden, platzsparend. Und Sie holen es dann raus, wenn Sie es brauchen. Ja, und können Ihre Familie verzaubern mit allen möglichen leckeren und vor allen Dingen eben auch fettarmen Gerichten, da wo man es nicht erwartet. Ja, Wahnsinn. Also ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, was das Gerät alles kann und wie schnell, wie energiesparend und vor allen Dingen Platz sparen. Sieht auch noch richtig gut aus. Ist auch so eine neue Trendfarbe, schwarz eben. Früher hat man alles in weiß gehabt. Heutzutage ist das eher mal gefragt, weil das stellt man sich gerne hin, sieht gut aus, ist schön kompakt, ist zack auf Temperatur. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie kochen sollen, dann gucken Sie einfach auf die vorinstallierten Programme und lassen das Gerät für Sie entscheiden. Ganz einfach genau. Hühnchen rein auf diesen Drehmechanismus und dann wird es von allen Seiten kross gebacken, das ist mein Lieblingsgericht hier drin. Und es sieht jedes Mal und schmeckt jedes Mal so fantastisch. Und Sie können in der Zeit was Schöneres machen, ein Buch lesen, Fernsehserie gucken. Ja, oder den Tisch schön decken. Ja. Wie wär's damit? Nein, zum Beispiel auch Bacon. Ne? Also wenn wir gerade so an die Herren denken, die mögen es ja auch schon mal etwas deftig. Und ich weiß, dass meine Tochter da eben auch zum Beispiel Bacon zubereitet hat. Weil der so schnell aufheizt, lohnt es sich dementsprechend auch Bacon im Ofen zu machen. Oh. Ich kann auch empfehlen, Dinge wie Fischstäbchen beispielsweise. Ne? Meistens haut man das in die Pfanne, was passiert? Die ganze Wohnung stinkt dann danach. Das Fett spritzt überall hin. Sie müssen dann die Fischstäbchen noch mal hier auf Papierrolle legen oder auf Backpapier, um das Fett aufzusaugen. Mhm. Hier bleibt das einfach alles weg. Sie machen die Fischstäbchen hier in diesem Ofen ruckzuck. Ist das alles fertig, unglaublich lecker und knusprig. Und Sie haben nicht den Dreck, Sie haben nicht den ganzen Abwasch vor sich. Das sind wirklich also unglaubliche Vorteile. Wahnsinn. Das ist jetzt schon fertig. Schon fertig, würde ich mal sagen. Und wir können mal reingucken. Es duftet fantastisch, muss ich Ihnen sagen. Ich wünschte mir, wir hätten Weißt du, woran wir jetzt nicht gedacht haben? Gib mir doch mal die Serviette. Ich hole mal denn die Fingerchen würde ich mir jetzt natürlich trotzdem verbrennen. Das ist ja kein Fake-Ofen, sondern es wird wirklich heiß. Ich hole eine Zange und ein Tüchlein. Dann kannst du es direkt hier drüben platzieren. Oh, das riecht so lecker, muss ich Ihnen sagen. Und gucken Sie mal, wie schnell das jetzt auf Temperatur war und dann auch tatsächlich fertig. Und ganz ehrlich, für 132,99 €, dafür, dass Sie jetzt praktisch Ihren neuen Koch für zu Hause haben, weil da müssen Sie nicht überlegen, da sparen Sie schon Zeit, weil Sie die Überlegung hier nur noch ablesen. Schauen Sie mal, das ganze Programm, was Sie hier alles schon haben vorinstalliert. Chips, also Pommes, Steak, Fisch, Shrimps, Pizza, Auftauen, Wings, also diese Hühnchenteile, Kuchen backen, Gemüse, alles vorinstalliert. Hier geht es weiter mit Würstchen, Aufwärmen, Rotisserie, Backen, Hühnchen, also Kekse, alles macht das Gerät vorinstalliert. Dann müssen Sie keine Rezepte durchwälzen. Sie müssen nicht irgendwie ne googeln, was für ein Rezept brauche ich hierfür. Macht das Gerät einfach, ne? Und ohne großes Vorheizen, Zeit gespart, Energie gespart und dann einfach mal vielseitig was Neues ausprobiert. Das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen, gerade wo wir alle mehr zu Hause sitzen und uns fällt die Decke auf den Kopf und wir wissen nicht mal, was soll ich schon wieder zu essen machen? Lassen Sie einfach das neue Gerät für Sie entscheiden, ganz oder? Genau, da wird die ganze Familie Freude haben oder eben, wenn Sie auch alleine sind, machen Sie sich ganz schnell etwas Leckeres, vor allen Dingen kurze Vorheizzeit. Sie haben gesehen, wir haben das Gerät angestellt, 3 Minuten für die Croissants, die sind glühend heiß und knusprig. Es riecht fantastisch und dafür lohnt es sich eben zum Beispiel nicht, den großen Ofen anzumachen, wenn Sie den erstmal 10 Minuten vorheizen möchten. Genauso mit der Pizza, die kann ganz schnell aus dem Tiefkühlfach in den Ofen und ist ruckzuck fertig. Das lohnt sich und Sie können eben auch für die Kinder, für die Familie, ja, diese beliebten Sachen zaubern, wie eben Chicken McNuggets oder Fischstäbchen oder eben die Pommes frites. Ruhig auch mal Pommes frites selber machen. Ne? Also nicht die tiefgekühlten, sondern einfach mal schöne Kartoffelspalten selber machen. Auch mit Süßkartoffeln lohnt sich das. Das ist ein unglaubliches Trendprodukt inzwischen und schmeckt einfach richtig gut. Schönen Dip dazu. Ja. Lecker. Lecker. Also das machen wir das nächste Mal. Selbstgemachte Pommes, ob es jetzt mit normalen Kartoffeln oder Süßkartoffeln. Schauen Sie mal, das ganze Zubehör ist ja inkludiert. Bratspieße, vielleicht für Schaschlik oder vegetarische Spieße. Der Drehkorb, Entnahmehilfe ist auch dabei, weil es natürlich heiß da drinnen ist. Ja, hat man gerade gesehen. Drei Gitter und Bleche, Backblech, Drehspieß fürs Rotisseriehühnchen. Ich liebe Rotisseriehühnchen. Aber hier bitte schnell sein. Das Gerät ist natürlich auch heiß begehrt. Ist schick, ist schnell, spart Energie, spart Ihnen die Kopfschmerzen zu überlegen,
was soll ich wieder kochen? Lassen Sie das Gerät überlegen und ganz schnell kochen, ohne den großen Ofen anzuschmeißen. Die Bestellnummer brauchen Sie noch, das ist die NX 4861 und die 569. Und ich habe jetzt Hunger, ich will essen, hier riecht es so lecker. Sie können hier Frühstück machen, hier unsere Croissants. Nebenan warten schon die Würstchen und ich sage jetzt guten Appetit, weil ich habe Hunger. Danke.